Ich habe das Glück, mich in meinem Beruf mit den Dingen beschäftigen zu können, die mich interessieren. Und das sind wahrscheinlich oft grundsätzliche Fragen, gesellschaftliche Fragen, wie zum Beispiel in dem vorherigen Film die Beschleunigung, woher kommt es, dass unser Leben immer schneller wird und was hat das mit dem Gesellschaftssystem zu tun, in dem wir leben? Oder die Frage, warum wird auf einmal alles um mich herum privatisiert, also Dinge, die eigentlich in staatliche Hand gehören, wie das, die Wasserversorgung, die Eisenbahn und so weiter. Und ist das immer gut? Das waren die zwei Kinofilme, die ich vorher gemacht habe. Also relativ auf ersten Blick dröge, langweilige Themen, aber ich habe versucht, sie für die Zuschauer greifbar und auch fühlbar zu machen, emotional. Und in diesem Fall habe ich mich gefragt, warum sind wir eigentlich so besessen von diesem Wirtschaftswachstum? Wir hören das in fast jeder Nachrichtensendung. Das sind so die wichtigsten Zahlen, die Kennzahlen für die Wirtschaft, dass wir um so und so viel Prozent die deutsche Wirtschaft wieder gewachsen ist. Und wenn es mal nicht so ist oder wenn die Wachstumsraten sehr gering sind, dann geraten alle in Panik. Und ich habe mich gefragt, wie kann das kommen, dass wir seit 40 Jahren eigentlich eine Erkenntnis haben, uns schadet etwas. Es ist wie beim Raucher oder beim Drogenabhängigen. Und wir machen es trotzdem immer weiter. Wir vergessen das im nächsten Moment und streben nach Wirtschaftswachstum. Noch mehr Autos, noch mehr Geräte. In einem immer schnelleren Tempo brauchen wir neue Handys. In einem immer schnelleren Tempo brauchen wir neue Autos. Und wenn die Autos dann zum Beispiel wie bei der Dieselaffäre irgendwie nicht mehr gut genug sind, dann sollen sie irgendwie nicht repariert werden, sondern es sollen wieder neue hergestellt werden. Und ich habe mich dann lange gefragt, wer kann mir das schlüssig erklären und bin dann zu den Leuten gegangen, die eben an verantwortlicher Stelle in der Wirtschaft sitzen, also Politiker, Lobbyisten, Banker und Industrielle und habe die eben gefragt, was ist der treibende Moment für sie? Warum ist das Wirtschaftswachstum so wichtig? Und ich habe schon gehofft, irgendwie so eine Art schlüssige Erklärung oder eine Art naturwissenschaftliche Erklärung dafür zu bekommen, die mir logisch erscheint. Und mir ist aber immer öfter begegnet, dass es eigentlich pure Ideologie ist. Also wir hören im Film Leute, die sagen, das Wirtschaftswachstum ist sowas wie wie die Schwerelosigkeit oder ein Naturgesetz. Da wurde also gar nicht mehr sich die Mühe gemacht zu erklären, warum das für uns als Gesellschaft wichtig ist, sondern es ist einfach da. Es wird im Grunde genommen gar nicht über eine Alternative nachgedacht. Und ich wollte einfach zeigen, weil uns als Bevölkerung, uns als Fernsehzuschauern, uns als Bürgern immer wieder klar so suggeriert wird, dass die da oben oder die an den Schalthebeln der Wirtschaft schon sitzen, dass sie schon wissen, was sie tun. Und ich wollte einfach zeigen, dass es sich da um Ideologie handelt, um eine menschengemachte Ideologie, die man genauso gut verändern kann. Der Dokumentarfilmer hat, würde ich sagen, würde ich voraussetzen, immer ein Interesse daran, in gesellschaftliche Bereiche zu schauen, die nicht so beleuchtet sind, die man nicht so gut kennt. Und ich finde, dass die meisten Leute relativ wenig Verständnis von Wirtschaft haben und vor allem von den Entscheidungsträgern. Wie ticken diese Leute, die da an den entscheidenden Hebeln sitzen? Und mich hat tatsächlich interessiert, ganz unvoreingenommen an die Leute ranzugehen, die das große Rad drehen in unserem globalen Zusammenhängen. Also die wirklich das Geld investieren, Milliarden und Hunderte von Milliarden, und die natürlich unsere Welt dadurch ganz schön verändern. Und das ist eben ein Bereich, der mir noch nicht so oft untergekommen war. Und wie sie sozusagen auch erklären, was sie tun und wie sie das gut finden können, was sie tun. Was sie tun, macht alles Sinn. Also so ist es mir auch in den Interviews vorgekommen, in ihrem, ich sage jetzt mal, kleinen Mikrozusammenhang, auch wenn sie hunderte Milliarden umdrehen und investieren, macht das alles Sinn. Und das sind auch alles nette Leute. Ich glaube, das wäre die falsche Vorstellung, dass das alles Leute sind, die anderen schaden wollen oder gierig sind und einen wahnsinnig luxuriösen Lebensstil pflegen. Es sind alles Leute, mit denen man gut reden kann, die aber einfach sozusagen so sehr von ihrer Sache überzeugt sind und so sehr davon, das Richtige zu tun und dass das Wirtschaftswachstum eben das ultimative Streben nach Wirtschaftswachstum das Richtige ist, was auch der Weltbevölkerung hilft, dass sie das eben nicht hinterfragen und es auch eben nicht in den größeren Zusammenhang stellen. Und es war gar nicht so leicht, an diese Leute ranzukommen, in den großen Banken, in den großen Lobby-Denkfabriken, weil die erstmal gar nichts damit anfangen können. Was will ein Dokumentarfilmer von uns und warum stellt er sich so eine abstrakte Frage wie Wachstum? Weil eigentlich in der Welt zählt immer der nächste Quartalsbericht oder die nächste Wachstumszahl in 3, 4 Monaten oder vielleicht in Jahresfrist. Aber so große, generelle, globale Fragen, hatte ich den Eindruck, stellen die sich gar nicht. Und sie setzen auch ihr Handeln nicht in Bezug auf die globalen Zusammenhänge. Und das fand ich ganz interessant. Also viele haben einfach abgesagt, weil sie gedacht haben, Dokumentarfilm,
Wachstum, mit Dokumentarfilmen. Also A, wissen wir nicht, was der von uns will. Und B, viel gewinnen können wir auch nicht. Also sagen wir erstmal ab. Und es gab eben manche, die sich darauf eingelassen haben, die auch mit dem Dokumentarfilm nicht so richtig was anzufangen wussten, die dann doch Auskunft gegeben haben. Und das war dann das Interessante, als die angefangen haben zu sprechen, ist einem irgendwie klar geworden, wie die denken. Aber mir war natürlich auch wichtig, die Interviewpartner so sprechen, wie sie denken. Und das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, weil natürlich jedes Unternehmen seine Führungskräfte schon schult darin, möglichst nachhaltig die Unternehmensziele zu verkaufen. Ja, also man hatte manchmal das Gefühl, man spricht mit einem Greenpeace-Referenten oder sowas. Ja, auch wenn das jemand war, der knallharte finanzielle und Profitinteressen verfolgt hat. Aber natürlich wissen die mittlerweile, dass das in der Bevölkerung niemand hören will. Ich wollte die Leute tatsächlich einfach mal sprechen lassen. Und der Begriff Wachstum ist natürlich genau in dieser Welt extrem positiv konnotiert. Und wir haben gesagt, wir machen einen Film über Wachstum. Was stimmt? Und Sie sollen uns mal sagen, warum aus Ihren Augen das Wachstum so entscheidend und so wichtig ist. Und dann haben wenigstens manche sich getraut haben angefangen, auch mal frei von der Brust zu reden. Ich habe mich ja entschieden, den Film selbst zu sprechen. Und ich fand das die ehrlichste Form, weil es ist natürlich klar, es ist mein subjektiver Blick. Ich habe die Protagonisten ausgewählt, man hätte auch ganz andere Protagonisten wählen können. Und bei so einem Riesenthema wie Wachstum oder eigentlich dem kapitalistischen System, was ich da beschreibe, würde jeder Filmemacher auch andere Protagonisten und andere Themen auswählen. Und vielleicht auch auf andere Erkenntnisse kommen. Und ich fand das den offensten Weg, meinen Zuschauern auch zu zeigen, das ist meine Perspektive. Die ist nicht neutral, die ist nicht mal objektiv, sondern ich bin ein Filmemacher mit einem subjektiven Blick und ich schaue mir die Welt an. Und vielleicht könnt ihr was davon gebrauchen oder könnt ihr was daraus ziehen, welchen Blick ich darauf habe. Natürlich hoffe ich, dass ich stellvertretend für viele spreche, dass ich die Fragen, die ich mir stelle, dass das die Fragen sind, die sich viele andere Menschen auch stellen. Aber das wollte ich eben irgendwie ganz klar machen, dass es ein subjektiver Blick ist. Ich finde, das ist offener, als so eine scheinbare Objektivität vorzugaukeln, weil es gibt das tolle Sprichwort, es wird meistens im Englischen zitiert, there is no such thing as objectivity. Das ist eigentlich so ein Leitsatz für Dokumentarfilme. Wir versuchen gar nicht nachrichtenmäßig Objektivität zu suggerieren. Jedes Bild, was du auswählst, ist eine subjektive Wahl. Jeden Interviewpartner, den du zu Wort kommen lässt, der ist natürlich die subjektive Auswahl des Nachrichtenautors auch. Das heißt, auch Nachrichten sind nicht objektiv. Ja, warum Karl Marx und warum die Karl-Marx-Zitate? Das liegt vor allem daran, dass ich ganz lange gar nicht so wahnsinnig viel von Karl Marx wusste. Und als ich mich jetzt angefangen habe, damit zu beschäftigen, war ich erstmal fasziniert davon, was vor 150 Jahren schon jemand, der sich mit dem System beschäftigt hat, mit dem kapitalistischen System, in dem wir leben, und das einfach mal durchgedacht hat, wie geht das dann weiter, wenn wir diesen Regeln folgen, so hellsichtig sein konnte. Ich habe ganz oft gedacht, Mann, er beschreibt ja die Situation heute. Das ist ja genau das, was wir gerade erleben. Und ich hatte den Eindruck, er hat die Globalisierung beschrieben, er hat die Digitalisierung beschrieben, er hat die Übernahme, er hat künstliche Intelligenz im Grunde genommen vorausgesehen. Und all diese Dinge, die uns heute wahnsinnig beschäftigen, stecken in den Büchern von Karl Marx drin. Er ist nach wie vor der wichtigste Analyst des kapitalistischen Systems. Auch wenn er in bestimmten Dingen nicht recht hat, hat er aber ganz, ganz viele Faktoren vorhergesehen. Und ich finde es ja ganz erstaunlich, weil ich habe viele Menschen im Finanzwesen getroffen, also in der Finanzwelt, die auf einmal wieder Karl Marx lesen. Also es geht nicht um Linke, die sowieso vielleicht gedacht haben, ihre Portion Marx schon gelesen haben, sondern um Leute, die an den Börsen heute spekulieren, um Leute, die auch nicht mehr verstehen, was da um sie rum passiert, die auf einmal wieder zu Marx zurückgreifen und sagen, oh, erstaunlich, das ist ja wohl genau das, was mir gerade widerfährt oder was unserem System gerade widerfährt. Und das wollte ich einfach zeigen, indem ich ein paar Zitate ausgewählt habe, die natürlich auch strukturierend für die Kapitel im Film ein Stück weit sind und zeigen wollte, es lohnt sich vielleicht wieder, sich mit Karl Marx zu beschäftigen. Was für mich Wohlstand ist oder was Wohlstand generell ist, ist schwierig zu definieren. Darunter versteht jeder etwas anderes. Ich mache gerade zum Beispiel einen Film über Superreiche in Deutschland und ich habe die immer alle gefragt, sehen Sie sich als reich an? Und das sind Leute mit sicherlich mehreren Millionen, wenn nicht zig oder hundert Millionen auf dem Konto. Und die haben alle gesagt, sie sind nicht reich.
alle, die ich angesprochen habe. Und ich glaube, so ist auch der Begriff des Wohlstands sehr subjektiv. Ich würde mich als im Wohlstand lebend bezeichnen, weil ich, und das versuche ich meinen Kindern auch immer zu vermitteln, wir haben eigentlich das Nötigste, was wir brauchen. Das sind nicht nur materielle Dinge, wir haben uns auch, wir haben die Möglichkeit, irgendwie unsere Freizeit zu verbringen, in die Natur zu gehen. Und da können wir uns schon sehr glücklich mitschätzen. Und ich glaube, dass was Wohlstand ist, in jeder Gesellschaft anders definiert wird. Und das müssen wir, glaube ich, auch, da müssen wir auch eine gemeinsame Definition finden, damit wir auch mal merken, wie viel ist genug für alle. Natürlich, wir haben in unserem System keine Grenze nach oben eingebaut und deswegen jagen wir natürlich diesem Wachstum immer weiter nach, weil es gibt kein Ziel. Das kann immer so weitergehen. Also 5 Fernseher oder 7 Computer und Laptops und 3 Autos und 15 Flugreisen im Jahr in den Urlaub. Das ist immer alles noch, man kann immer alles noch steigern. Das ist natürlich auch das Ziel in vielen Industriezweigen, die Bedürfnisse der Leute immer weiter zu steigern. Ja? Dass man, also wer hätte gedacht, vor 20 Jahren, dass wir jedes Jahr oder alle 2 Jahre noch mit Ablauf eines ominösen Vertrags, den es damals noch nicht gab, ein neues Handy brauchen, ein neues Smartphone. Da hätte man gedacht, das ist so der Gipfel der Technik, das reicht für ein Leben, so ein Gerät. Und trotzdem wird es immer weiter angefeuert und natürlich müssen wir uns Gedanken darüber machen, was Wohlstand ist und dass der eben nicht nur materiell begründet ist. Ich bin ein eher ziemlich optimistischer Mensch und deswegen es vergeht ja manchmal der Optimismus, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, mit denen ich mich beschäftige. Da habe ich auch echt so meine Probleme gehabt in den Jahren, in denen ich mich mit dem Film beschäftigt habe, weil es schon ganz schön düster ist teilweise. Aber ich glaube, deswegen mache ich diese Filme auch. Ich glaube an die Kraft der Aufklärung und daran, dass du den Menschen, wenn du jetzt nicht irgendwie nur sagst, das sind Verschwörungstheorien und so weiter, dass du den Menschen Kraft geben kannst mit der Information, was zu verändern. Und ich glaube, und deswegen mache ich das, ich glaube, dass wir was ins Positive verändern können für unsere Kinder. Ich habe 3 kleine Kinder. Wenn ich nicht optimistisch wäre, hätte ich mich, glaube ich, nicht dafür entschieden, eine Familie zu gründen. Mir ist das total wichtig, dass wir bei allem Mist, der in der Welt passiert, bei allen düsteren Dingen, die sich jetzt auch gerade so massiert am Horizont auftun, dass wir den Optimismus nicht verlieren. Was ich vielleicht auch den Schülern oder Ihnen gerne mitgeben möchte, dass sie sich bewusst werden, auch bei der Berufswahl, was das, was sie tun, für das Große und Ganze, für die Gesellschaft, für andere Menschen und den Planeten bedeuten wird. Den Blick genau zu weiten und ein Stück zurückzutreten. Deswegen haben wir auch die Metapher benutzt mit den Leuten im Weltraum, mit den Astronauten. Das ist einfach ein Blick, einen Schritt zurück auf die Erde geblickt und zu sagen, wir leben alle in einem zusammenhängenden System und alles, was Sie und ich tun und genauso der Banker oder der Lobbyist, hat eine Auswirkung auf das Gesamtsystem. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Also das Kino ist ja ein ganz besonderer Ort, weil man sich einfach, und das noch mehr heutzutage eigentlich, weil man sich einfach 90 Minuten oder 100 oder 120 Minuten die Zeit nimmt und konzentriert einem Film folgt und eine Geschichte erzählt bekommt. Und das mit anderen Leuten zusammen, das schafft eben eigentlich nur das Kino. Also ein gemeinsames Erlebnis, im Dunkeln zu sitzen, konzentriert sowas anzuschauen und sich danach auch darüber unterhalten zu können. Deswegen ist, finde ich, ein Film wie System Error auch fürs Kino gemacht, weil er ist ja auch durchaus zwischendurch nicht ganz unkompliziert. Man muss dranbleiben. Das habe ich gemerkt bei den Screenings, die ich bisher schon hatte. Ist das ein Film, über den man danach diskutieren muss? Und gerade über die eigene Position. Wie steht man dazu? Und was will man machen? Was will man vielleicht verändern? Und deswegen ist das Kino genau der richtige Ort für so einen Film. In jedem Detail, davon kann man ausgehen, steckt ganz, ganz, ganz viel monatelange Arbeit. Das fängt mit der Musik an, die extra komponiert wird für die Bilder, wo wir uns Gedanken machen, was könnte da für eine Musik passen, wie bestimmt die Musik den Rhythmus und die Stimmung des Films. Und das hört mit den einzelnen Kameraeinstellungen noch nicht auf, mit Sound, der dazugegeben ist, wie ist der Sprechertext. In welcher Stimmung ist er eingesprochen? Also all diese ganzen Dinge, die Grafik und so weiter, das ist monatelange Arbeit und das verschwindet eigentlich, wenn man das auf dem Laptop anguckt. Man kann gar nicht den Unterschied so richtig zu schnellen Fernsehproduktionen wahrnehmen und das Kino zeigt einem doch, was die Filmkunst so kann und warum die so wichtig ist.